Guten Morgen, Doki. Auch heute geben wir wieder unser Bestes. Ja, machen wir. Nee, komm, ich nehme noch ein bisschen weiter auf. Ein Bitzken. Hey! Nachtara! Nachtara ist wieder auf dem Bein! Wirklich? Ja! Aber, er hat gesagt, dass er Raststadt gleich wieder verlassen muss. Was? Wir haben auf ihn eingeredet, dass er sich schon und es nicht übertreiben soll, aber er hört nicht auf uns. Deswegen hat die Wirtin gesagt, ich soll dich holen. Oh, cool. Sind wir etwa so die Mains? Verstanden. Ich werde dann mal alle zusammenrufen. Sind wir etwa die Leute, die ihn abhalten können von irgendwas? Oh, Nachtara! Hör auf! Hey! Mach mal halblang! Nur nicht übereilt, okay? Du bist doch schwach! Ich habe keine Wahl. Wenn ich mich nicht beeile, dann... Ah. Siehst du, willkommen, wir meinen es doch nur gut mit dir. Du bist noch nicht so weit. Ruh dich noch ein wenig aus. Nachtara? Viridium, anscheinend hast du das Missverständnis um meine Person bereits aufgeklärt. Ich würde mich bereits gern gebührend bei dir bedanken, aber ich muss mich sputen. Du siehst besorgt aus. Ja. Was auch immer du vorhast, du bist doch zu schwach dafür. Hör mal, Nachtara. Möchtest du uns nicht verraten, was vorgefallen ist? Vielleicht können wir dir helfen. Ja. Ach, du hast recht. Nun gut. Ich werde euch alles erzählen. Okay. Was sagst du da? Du wirst verfolgt? Du bist hier nach Radstadt geflüchtet, ja? Richtig. Sie haben Psyana und mich aus heiterem Himmel angegriffen. Also haben wir uns aufgeteilt und sind in verschiedene Richtungen gelaufen. Um ihnen besser entkommen zu können. Ich hatte Glück, es bis hierher geschafft zu haben. Aber die arme Psyana, nun, sie dürfte wohl immer noch auf der Flucht sein. Daher darf ich keine Zeit verlieren. Ich muss sie so schnell wie möglich finden. Ja, verstehe. Aber sag mal, weißt du, warum euch jemand einfach so angegriffen hat? Nun ja, ich vermute, dass sie es hierauf abgesehen hatten. Oh. Das sind ja Karten. Siehst du sie etwa zum ersten Mal? Dabei handelt es sich um sogenannte Zugangskarten. Die geheimnisvollen Kräfte, die dem Land hier innewohnen, folgen unbeachtet ihrer anscheinenden Unberechenbarkeit, dennoch gewissen Gesetzmäßigkeiten. Und damit meine ich die Erdsehnen. Der Verlauf dieser Erdsehnen beeinflusst nämlich den Grad der Mystik dieses Landes. Vor dem Hintergrund dieser Kenntnis begannen Dungeon-Forscher wie Psyana und ich, sich zu fragen, ob es nicht möglich sei, den Verlauf dieser Erdsehnen zu steuern. Und genau hier kommen nun diese Zugangskarten ins Spiel. Hinsichtlich der Funktion dieser Karten sei nun Folgendes gesagt. Warum schlafen denn hier auf einmal alle? Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, bitte. Huch! Da waren wir eingenickt. Sieht so aus. Mir ist so, als hätte jemand einen starken Hypnosezauber auf mich angewendet. Ich habe etwas Wundervolles geträumt. Ich fühle mich richtig erfrischt. Ja, Verzeihung. Meine Ausführungen waren wohl ein wenig zu anspruchsvoll für Laien. Das Beste wäre wohl, euch einfach zu zeigen, wie das funktioniert. Gehen wir nach draußen. Bist du dir auch sicher? Los, ihr zwei, helft ihm! Ja, aber klar doch, Bosch. Timbur? Was? Was ist denn im Timbur? Er stützt sich einfach auf uns. Ja, genau so. Kannst du laufen, Nachtara? Ja, oh, danke. Das ist sehr nett von euch. Nanu, was ist denn hier los und warum haben sich alle hier versammelt? Ja, du fragst den Falschen. Aber offenbar will uns dieser Fremde da etwas zeigen. So, steh also nicht im Weg rum. Eine Vorführung? Ah, was geht? Es wohl? Das ist ja richtig spannend. Okay. Gut. Hier sollte es klappen. Tretet bitte alle einen Schritt zurück. Los geht's. Hey, wow, dieses Licht. What the fuck? Was ist das für ein Ding?
Ja, was ist das? Das ist ein Magna-Portal. Dabei handelt es sich um einen Zugang zu einem Dungeon. Ein Zugang zu einem Dungeon? Ja, aber es ist noch nicht ganz ausgereift. Wir stellen Zugangskarten in Abhängigkeit vom Verlauf der Erdseen, die wir entschlüsseln wollen, her. Indem wir die Karten auf unterschiedliche Weise anordnen, können wir den Verlauf der Erdseen ändern. Und so einen direkten Zugang zu einem Dungeon erschaffen. Bei dem Zugang, den ihr hier vor euch seht, handelt es sich um etwas ganz Besonderes. Denn er wurde noch nie zuvor genutzt. Er ist das Ergebnis der jahrelangen Forschungsarbeiten von Psyana und mir. Wir nutzen die Kraft der Sonne und Mond, um den Verlauf unserer komplizierten Erdseen zu beeinflussen. Jedoch reichen diese beiden Zugangskarten nicht aus, um ein richtiges Magna-Portal zu erschaffen. Denn um den Zugang zum Dungeon zu vollenden, benötigen wir noch zwei weitere Zugangskarten. Okay. Ah, ich glaube, ich verstehe langsam. Und diese beiden anderen Karten, die hat dann wohl Psyana bei sich, ja? In der Tat. Die Kombination aus Psyanas und meinen Zugangskarten hätte unsere langwierige und entbehrungsreiche Forschungsarbeit endlich einem erfolgreichen Abschluss zugeführt. Endlich, nach all der Zeit. Aber wir wurden unmittelbar nach der Fertigstellung der Karten angegriffen. Deswegen vermute ich, dass unser Gegner es auf die Zugangskarten abgesehen haben. Seit deiner Ankunft hier kein weiterer Angriff auf dich stattgefunden hat, kann man annehmen, dass deine Verfolger um jeden Preis vermeiden möchten, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Tja, aber das sind alles nur Mutmaßungen. Wer weiß, vielleicht wollen sie uns ja auch nur so unsicher wiegen. Um dann plötzlich urplötzlich zuzuschlagen. Solange Nachtara bei uns ist, wird ihm jedenfalls keiner dieser Schufte auch nur ein Haar krümmen, also müssen wir uns nun um Psyana kümmern. Was wollt ihr damit sagen, dass... Aber hast du denn ernsthaft geglaubt, wir würden allem tatenlos zusehen können, wo wir doch nun die ganze Geschichte gehört haben? Ist ein Pokémon in Not, dann geht für uns eine für alle und alle für einen. Das ist unser Motto, unser Steams Pokepakt. Du kannst auf uns zählen. Wir werden Psyana schon retten. Mir fehlen die Worte. Ich werde mich dafür erkenntlich zeigen, versprochen. Aller Anschein nach ist Psyana in Richtung Yamatai geflohen. Zumindest habe ich einige unserer Verfolger in diese Richtung laufen sehen. Ich bitte euch einständig, macht euch rasch auf, um Psyana vor unseren Widersachern zu retten. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Sei unbesorgt, du kannst dich auf uns verlassen. Herr Doki, wähl du aus, wer sich auf den Weg machen soll. Lass uns losbooten, sobald die nötigen Vorkehrungen getroffen sind. Auf zum Yamatai, um Psyana zu retten. Jo. Nice, geil. Story, Leute. Story. Wupp, wupp. Schön, endlich, ey. Endlich mal Story, Alter. I'm so happy. Items ablegen. Die Zitronenbeere behalte ich mal. Regeneriert KP, beziehungsweise erhöht die Maximalanzahl der KP. Genau, das ist ganz cool. Lebenssahn erhöht die Maximalanzahl. Auch cool. Levelsamen lege ich jetzt mal weg. Calcium-Spezialangriff könnte ich gleich mal Teddy geben. Feuergeschenk lege ich mal weg. Die roten Schlüssel behalte ich, glaube ich. Die Funkelbox öffne ich gleich nochmal. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles Wichtige abgelegt, oder? Ja. Haben wir eigentlich noch irgendwas? Unison. Team-Attack kann schneller eingesetzt werden. Zinkband ist Spezialverteidigung, brauche ich nicht unbedingt. Angriff. Eigentlich auch nicht, ne? Merke ich gerade? Nee. Noch ein Levelsamen. Die behalte ich, wie gesagt, erstmal ein bisschen. Nehmen wir nochmal zwei Belebersamen mit vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, wie lange das jetzt da geht. Wie wichtig das wäre. Okay, jetzt haben wir einen zu viel, glaube ich. Ne? 1, 2, 3 reicht. Lebenssamen nehme ich. Zitrosamen nehme ich. Geld wollte ich noch mitnehmen. Ups. Geld. Nee, nicht mitnehmen. So. Ein paar Vorbereitungen treffen, ne? Willkommen im Kankleon-Laden. Kaufen, bitte. Versammlungscape. Oh. Aeroass. Oh, das wäre jetzt natürlich sick as fuck, ne? Aeroass für Emolga? Ich glaube, das wäre eine geile Idee, oder? Komm, wir kaufen mal Aeroass. Ist zwar jetzt arschteuer und unser ganzes Geld ist weg, aber... Jetzt können wir leider das Versammlungscape halt nicht mehr holen.
Ich muss eh irgendwas verkaufen, merke ich gerade. Sonst kann ich die Truhe nicht mehr öffnen. Habe ich denn irgendwas dabei? Die Funkelbox könnte ich gleich verkaufen, aber das wäre auch dumm. Ich nehme mal irgendwie was Krasses mit oder so. Ich weiß nicht. Items mitnehmen. Wir nehmen einfach mal hier 2 Zinkbänder mit. Dürfte ja schätzungsweise ausreichen, oder? Zum Verkaufen. Komm. Dürfte bestimmt 150 Gold mindestens bringen. Verkaufen. 100 Gold verkaufen. Ja, alles klar, das passt sehr gut. Noch ein Zinkband verkaufen, ja. Was? Nein, achso. Oh, verkaufen. Dann kann ich beide Sachen auswählen? Mann. Verkaufen. Das gibt's nicht. Ja, kann ich, okay. Verkaufen. Ja. So, das reicht erstmal. Dann gehen wir nochmal schnell hier hin. Ja, wir bringen die eine Schatzbox vorbei, die Funkelbox. Versammlungsgame. Schön. Sollen wir das denn jetzt auch? Nice. Sehr geil. Dann muss ich das jetzt nicht nochmal kaufen. Das ist sehr cool. Anstatt das Spezialband halt geben dem Olga. Ich finde das Versammlungscape halt sehr, sehr nice. Es ist sehr, sehr praktisch. Und kann wahrscheinlich echt... Ich kann Aeroas? Ich kann Aeroas. Boah. Ja, ich bring's mir bei. Anstatt Kratzer, würde ich sagen. Ja, doch, anstatt Kratzer. Ja, Kratzer vergessen werden. Cool, Alter. So, jetzt haben wir ja noch die kaputte TM. Nein, wir haben es nochmal? Oh mein Gott, was? Oh, wie gut. Und ich glaube, ich lasse den Donnerschock vergessen. So, Funkensprung ist halt stärker als Donnerschock und Verfolgung mag ich noch, weil es halt an sich eine ganz gute Attacke ist. Für Emolga. Schön, Alter, schön. Das ist ja cool, dass die Attacken einfach da bleiben. Aber ich glaube, das wurde sowieso irgendwann geändert, auch in den normalen Pokémon-Teilen, ne? Dass einfach die ganzen Items bleiben, oder? Weiß nicht, aber ich kann auch hier mal, ne? Citrobeere, ne, kann ich nur in Dungeon machen. Lebenssamen, kann ich auch nur in Dungeon machen. Das kann ich auch nur im Dungeon machen, wow. Okay. So, würde ich sagen, können wir auch gleich los, ne? Yammertal. Let's go to the Yammertal. So, ich trinke mal eben etwas. Ah, so. Sorry, das musste einmal kurz sein. Wie sieht's denn mit der KP eigentlich aus bei uns allen? Hier, 68. Warte, ich guck mal lieber bei der Statistik. Level 18 halt schon, und hier Level 16. Teddy brauche ich definitiv nicht. Ich glaube, Emolga und mir gebe ich einmal eins. Ich glaube mal mir die Citrobeere. Das habe ich, genau, schön. Und ich weiß nicht, wie viel der Lebenssamen bringt. 3, schön. Das 3 KP ist schön. Und nochmal der Spezialangriff für Teddy. Ja, so. Oh, sieht das Yammertal cool aus hier irgendwie. Also der Dungeon. Dass es jetzt nicht nur so eine Höhle ist, sondern auch so ein Berg, wie es aussieht. Das ist richtig, richtig cool. Oh, okay, die neuen Dungeons gefallen mir halt sehr in diesem Spiel. Sehr, sehr, sehr gefallen sie mir. Muss ich ja sagen. Cool, ey. Das Spiel, langsam entwickelt es sich, ne? Zu was Gutem. Toxipet. Aeroas. Yeah. Ich mag Aeroas. Aeroas ist eine schöne Attacke. Eine meiner Lieblingsattacken in Pokémon.
Aber Pokémon allgemein. Eros! Müssen wir jetzt ein bisschen leveln, ne? Bisschen müssen wir es leveln. So. Okay, gehen wir mal hier unten lang. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht zu einem Raum. Ne, hier hin, okay. Quiekel wurde besiegt. Immer diese Initiative-Senkung. Hey, was? Yeah. So. Und hier lang. Oh. Leuchtboden Goldbarren gefunden. Sehr schön. Wie viele haben wir jetzt eigentlich insgesamt? 17. Wie viel brauche ich nochmal? 50 oder so ein Shit brauchte ich, ne? Um irgendwas Cooles zu kaufen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Irgendwas weiß ich, was ich kaufen wollte, was aber arschteuer war. Ich weiß halt nur nicht mehr genau was. So. Oh. Oha. Aeroas. Ja, komm. Ah, er hat Ausdauer benutzt. Nein. Okay. Oh. Glitzerbox mitnehmen, ne? Oh. Ah, stimmt. Teddy hat ja noch Bezirzer. Hat er ja lange nicht mehr eingesetzt, glaube ich, ne? Also Ewigkeiten, glaube ich. Ewigkeiten nicht mehr eingesetzt. Hallo, Aeroas. Oh, da ist ein Item. Zinelbeere. Hier ist nichts, okay. Poke aufgehoben und frage Ja-Beere. Ich habe das Gefühl, Poke gibt es immer seltener hier, ne? Also zu finden, meine ich jetzt. Ah. Oh. Mach du mal, Teddy. Genau. Oh, einmal nach da gehen. Kann ich jetzt? Ja, geht, okay. Oh. Das ist ein blöde Wachstum, ey. Alter. Ist hier eine Treppe oder so? Nee, ich sehe nichts, okay. Okay, hier komme ich nur nach da. Hallo? Oh. Hallo, Toxipad. Toxipack? Toxipad, okay. Nein, komm schon. Nice. Hallo? Okay, hier geht's nicht zu einem neuen Raum. Oh, nice, Level up. Vom Teddy. Level 17, sehr schön. Noch keine neue Attacke, aber das ist okay. Aber diese lange Text immer wieder. Jo. Gehen wir weiter. Oh. Schon bei der Hälfte oder ganz durch? Nee.